Ich habe unglaublich viel Glück gehabt in meinem Leben. Und ich frage mich manchmal dann so, was der Sinn dahinter ist, dass mich so viel, dass ich so das Gefühl habe, mit Glück überhäuft wurde und andere, die ich kenne, das so gar nicht hatten. Also nicht mal so ein bisschen vielleicht hatten. Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR. Mogdat, was kann es eigentlich Schöneres geben, als aus beruflichen Gründen Helga und Marianne gucken zu müssen? Sandra oder Einsame Herzen in der ZDF-Mediathek, wo Bauernjunge Sören Hinnack für seinen Fußball-Lieblingsverein vor dem Altar ein Bekenntnis hinlegt. Ja. Nur der HSV. Genau, so ist es. Und hinter diesen Figuren und diesen Geschichten steckt ein junger Mann aus Norddeutschland, aus Wesselburen. Er nennt sich Fresh Torge und ist einer der ersten und der erfolgreichsten YouTuber in Deutschland. Otto Walkes hat seine Nummer, ruft ihn an. NDR-Talkshow-Moderator Hubertus Meyer-Burkhardt ist ein Riesenfan. Meine Töchter sind das auch. Ja. Und unsere Redaktionsassistentin Heike Schmidt will unbedingt ein Autogramm von ihm. Das kriegt sie. Ich freue mich auf die Sinnsuche mit dem Comedian Torge Ulrich. Ja, vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Super, dass das klappt. Und ausgezeichnet mit einer goldenen Kamera. Und auf YouTube folgen ihm fast 4 Millionen Follower. Und wir sprechen heute ein bisschen über Humor, über Lachen. Wie sollte das auch anders sein? Und vielleicht auch über die norddeutsche Seele. Mhm. Ich bin Oliver Vorwald, Radiopastor und zu hören auf NDR1 Niedersachsen und gehe immer wieder gerne auf Sinnsuche. Und frag mal ganz zuerst, was ist das eigentlich, worüber du lachst? Was ist dein Humor? Oh, das ist ganz schön schwer zu sagen. Was ist mein Humor? Das kann ich gar nicht so sagen, was genau das ist. Also, wenn ich jetzt so ein bisschen überlege, wer so Vorbilder sind, dann sind das oftmals britische. Also, Little Britain gefällt mir sehr. Harpe Kerkeling gefällt mir sehr. Otto natürlich, damit bin ich groß geworden. Aber auch so Bastian Pastewka. Anke Engelke, ja, das sind schon so Sachen. Also wenn es wirklich schräg wird, ich glaube, das ist so das, was mir gefällt. Okay, also ich lache zum Beispiel gerne über die nackte Kanone, wenn der Kommissar Liam Neeson oder ja, Liam Neeson, Leslie Neeson. Leslie Neeson, nicht verwechseln mit dem Star-Wars-Schauspieler. Ja, genau. Wenn der im Brustton der Überzeugung den allergrößten Schwachsinn erzählt. Ja. Oder neulich habe ich geguckt, die lächerlichen Sechs von Adam Sandler. Das ist, okay. Komischerweise muss ich da, das ist total platt, aber ich muss schallend lachen bei vielen Szenen. Und zum Beispiel, wenn du als Sören Hinnack so fulminant die Augenbrauen auf 7:30 hast, kannst hängen lassen. Ja, klar, so meinst du, wie ich das jetzt gerade mache. Genau, nur der HSV. Nur der HSV. Nur der HSV. Wie cool. Ja, total. Sag mal, also Helga und Marianne, das ist ja im Augenblick so, sag ich mal, vielleicht das Flaggschiff. Mhm. Darüber kennen dich viele, aber wie beschreibst du denjenigen, die Helga und Marianne nicht so kennen, wer sind die beiden? Oh, es hilft schon mal sehr, wenn man aus dem Norden kommt, dann kann man das schon mal einfacher erklären. Das sind zwei ganz, ganz typische norddeutsche ältere Hausfrauen, die zu Hause sind und die sehr unterschiedlich eigentlich sind. Helga ist eigentlich eher so eine eher konservative, die an dem guten Alten festhalten möchte und auch in dem Neuen eher was Böses und Gefahren sieht und das alles gar nicht haben möchte. Und Marianne ist ein bisschen die Verträumte und die eher das Gute in allem sieht. Und das Schöne bei den beiden ist, dass sie sich über die verschiedensten Themen streiten können. Auch Themen, die uns gerade hier sehr beschäftigen. Ob es die Politik ist, ob es der Klimawandel ist oder in Zeiten von Corona, ob es da die Pandemie war. Und das Schöne bei den beiden ist immer, die sind immer unterschiedlicher Meinung, aber am Ende gibt es immer ein freundliches Mogdat. Und sie bleiben trotzdem beste Freundinnen. Und das ist was mir bei den beiden so gefällt. Dass sie so unterschiedlich sind und trotzdem befreundet sein können. Also Marianne, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist Kassiererin? Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo gesagt habe, ob die einen Beruf hat oder so. Dann habe ich irgendwie was mal, jedenfalls irgendwas ging im Supermarkt oder das war diese Folge vielleicht auch, wo Marianne gendert sogar. Ja, genau, richtig. Und das fand ich verblüffend und auch diesen Move dann zu sagen, sprich doch mal Rührei. Ja, genau. Das bleibt doch auch alles im Sprachfluss. Der geht doch dadurch auch nicht kaputt. Genau, richtig. Also Helga und Marianne erscheint wöchentlich, ist so eine Art Kolumne. Also und greift auch immer wieder aktuelle Themen der Zeit auf. Und ich finde, das ist große Kunst, das zu machen, weil Aktualität hat ja auch eine gewisse Fallhöhe.
Total, ja. Wie gelingt dir das, das einzuhalten? Ja, das ist gar nicht so einfach. Und ich habe auch bei einigen Themen lange überlegt, ob ich die behandeln soll. Gerade wenn ich diese Sachen auf Facebook veröffentliche. Ich mache das ja mit Videos, entweder auf YouTube oder auf Facebook. Und man weiß eigentlich zum Beispiel, um wieder zur Pandemie zu kommen, als es dann das Thema war, soll man sich impfen lassen oder nicht, da durftest du ja eigentlich auf Facebook nicht mit anfangen. Da wirst du ja auseinandergenommen, sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite. Und es wurde sehr persönlich. Und deswegen habe ich da lange drüber nachgedacht und habe dann aber tatsächlich ein Video auch gemacht zu dem Thema und hatte ganz, ganz tolle Kommentare dann darunter, wo ich mich wahnsinnig drüber gefreut habe, weil ich aber auch versucht habe, eben dass Helga, ich glaube, Helga war eher dagegen und Marianne dafür. Also ich habe es versucht, so ein bisschen, dass man vielleicht die andere Seite verstehen kann, warum diese Menschen diesen Schritt gehen und sagen, nein, ich möchte das für mich nicht machen. Und da haben ganz viele kommentiert, dass sie das so schön fanden, dass es endlich mal ein bisschen ausgeglichen war und nicht nur entweder voll in diese Richtung und voll in diese Richtung. Und so versuche ich das eigentlich mit jedem Thema zu machen, so brisant das auch ist. Und meistens gelingt mir das eigentlich immer ganz gut, dass dann die Leute schreiben, hey, okay, ich habe vielleicht meine Meinung nicht dadurch geändert, jetzt wo ich das Video gesehen habe, aber ich konnte vielleicht die Argumente des anderen ein bisschen besser nachvollziehen. Leuchtet mir sofort ein. Also anders als zum Beispiel der Treckerfahrer Günther, der ja immer nur sozusagen seinen Monolog hält und nach rechts und links dann ausschlägt und alles durch den Kakao zieht, ja. Können ja Helga und Marianne immer Pro und Contra beide Seiten genau. Also auch wirklich darstellen und zu Wort kommen lassen. Ja, genau. Und das versuche ich in jeder Folge zu machen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil ich als Torge Oehrig, der Künstler dahinter, natürlich auch zu jedem Thema eine gewisse Meinung hat und eine gewisse Haltung hat. Und manchmal ist es dann gar nicht so einfach, auch das Gleichgewicht richtig einzusetzen. Verstehst du? Dass ich halt auch, wenn ich jetzt, meinetwegen, ich bin jetzt für das Impfen oder ja, ich sage, ich bin jetzt dafür, dann muss ich natürlich auch Argumente finden, die dagegen sprechen. Warum sollte man es vielleicht doch nicht machen, obwohl ich vielleicht voll dafür bin? Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber hilft mir dann bei der Recherche auch wirklich sehr, da mal ein bisschen mehr einzutauchen. Und da ist es dann bei mir genauso. Manchmal kann ich das nachvollziehen dann und manchmal ist es einfach so, nee, ich bleibe vielleicht dann doch bei meiner Meinung. Mhm. Und etwas von einem steckt ja wahrscheinlich sogar auch immer in beiden Figuren. Mhm. Sag mal, das Thema Religion oder Kirche oder Glaube kommt ja hin und wieder auch drin vor. Also jetzt hatten wir nun gerade Weihnachten, oder das ist jetzt fast ein halbes Jahr lang her. Da taucht es auf, also sowohl bei Helga und Marianne, als auch zum Beispiel bei den Nörgels, bei Susanne und Wolfgang. Mhm. Zwei meiner absoluten Lieblingsfiguren, wo der arme Pastor da vor der Tür singen muss und die Sternsinger oder die Weihnachtssänger werden davongescheucht. Und dann Sören Hinner, nur der HSV. Genau. Die Szene in der Kirche vor dem Altar. Er lässt Svenja stehen. Du liebst deinen Fußballverein mehr als mich. Ja, genau. Und der Pastor reagiert so biersauer, so stockernst. Du guckst ja wahrscheinlich auch auf die Leute, also wie die so, bedient sich ja auch wahrscheinlich an dem Verhalten anderer. Total. Ist unser himmlisches Bodenpersonal wirklich so bierernst? Oh, das wage ich gar nicht zu beurteilen. Ich glaube, es tut sich mittlerweile schon einiges. Also wenn ich auch jetzt nur bei mir mal schaue nach Westeburen, an meinen Pastor früher, wie der so drauf war und wie heute, ich glaube, eine Pastorin haben wir gerade bei uns, wie die jetzt so drauf ist und wie die auch dann locker und auch nicht so geschwollen reden. Da passiert schon einiges, habe aber immer noch so ein bisschen das Gefühl, es gibt so zwischen der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche schon noch einen Unterschied, das sage ich jetzt total als Laie und jemand, der da von außen raufguckt, dass ich das Gefühl habe, in der evangelischen Kirche geht schon noch ein bisschen mehr auch an Weiterentwicklung und wir kommen mal im Jetzt an und in der katholischen Kirche doch noch ein bisschen das Gefühl, es dauert einfach alles etwas länger, habe ich so das Gefühl, aber das ist nur so eine Außenwahrnehmung von mir. Kleine Randfrage. Hat der HSV sich eigentlich schon mal bei dir gemeldet? Also du bist ja mit Sören Hinnerk sozusagen in die Zentrale des HSV gefahren und hast ein neues spielerisches Konzept vorgestellt, was ich sehr einleuchtend fand. Ja, also mit sechs Stürmern anzugreifen und im Stadion jeder soll einen Lüttenkorn bekommen. Ja, Lüttenkorn, dann geht das alles viel besser. Dann trägst du auch eine Niederlage viel besser. Ja, wir haben tatsächlich mal beim HSV angefragt, per E-Mail und gefragt, ob die nicht mal Lust hätten, dass Sören da mal hinkommt und sich das Stadion mal angucken darf. Aber es gab eine sehr freundliche Absage. Das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen, weil ich dachte, vielleicht könnten die da selber auch ein bisschen drüber lachen. Tun sie ja vielleicht auch.
Aber hätte ich mich sehr drüber gefreut und hätte ja auch eine gute Prise Eigenhumor bewiesen, wenn sie das mitgemacht hätten. Ja, ich glaube, das Lachen fällt dem HSV gerade schwer. Also ich bin da muss man drüber stehen. Ne? Das eine ist sportlich und das andere ist ja auch, wie soll sich ein Verein präsentieren? Und man soll ja nicht nur, wenn man sportlich gut ist, auch irgendwie über sich selber lachen können, sondern gerade in Zeiten, wo es vielleicht jetzt wieder nicht knapp mit dem Aufstieg gerade, da ist es doch eigentlich dann angebracht, dass man den Fans etwas Gutes tut und man das Lachen nicht verliert. Bist du denn HSV-Fan? Ich bin tatsächlich kein HSV-Fan. Ah. Ich bin sehr neutral. Ich freue mich jetzt wirklich, wenn ich gerade in die zweite Liga gucke, wenn St. Pauli, wenn Kiel und Hamburg, wenn die aufsteigen würden, alle drei, würde ich mich als Nordlicht einfach sehr freuen. Ja. Ich gucke jetzt gerade die Bundesliga sehr begeistert und freue mich, dass Leverkusen gerade mal alles ein bisschen aufwirbelt und diesen alten Bann irgendwie bricht und es endlich mal wieder spannend wird. Aber ich finde, es macht gerade Spaß. Also ich bin fast sogar noch mehr zweite Liga. Ich glaube, wir haben sogar einen Zuschauerrekord in der zweiten. Ich glaube, wir hatten mehr Zuschauer in der zweiten Liga als in der ersten. Und das ist schon besonders, muss ich sagen. Ja. Also ich war neulich im Stadion mit meinem Bruder hier im früheren Volksparkstadion, haben wir Hannover gegen den großen HSV gesehen. Ja. Zum Glück ist es ja eine Freundschaft zwischen beiden Vereinen. Und habe mich gefreut, dass mein kleiner HSV dann mal gewonnen hat. Ja. Und also die Stimmung aber hier in Hamburg im Volksparkstadion ist sensationell, muss ich sagen. Ja. Und das war auch angenehm, dieses Spiel zu gucken, eben wegen dieser freundschaftlichen Verbundenheit zwischen den verschiedenen Fanblöcken. Ja, total. Zurück nach Wesselburen. Also mir sagt Wesselburen was, aber wie beschreibst du anderen Wesselburen? Wo liegt das und was ist das für ein Ort? Wesselburen liegt geografisch wunderschön zwischen Büsum und St. Peter-Ording. Also man fährt mit dem Auto 5 Minuten bis ans Meer, dann bist du da. Wesselburen an sich, und das sage ich mit allem Respekt und mit aller Liebe, die ich für Wesselburen habe, ist erstmal ein absolutes, also es ist eigentlich eine Stadt, wir haben das Stadtrecht, aber es ist ein Dorf, da wohnen 3000 Leute ungefähr. Jeder kennt jeden und es ist absoluter Durchschnitt. Das ist, also hört sich jetzt ganz, ganz fies an, ich hoffe, es hören auch keine Wesselburen dazu, aber Es sind nette Leute da und ich lebe dort schon seit 35 Jahren, also mein ganzes Leben lang. So, aber es ist einfach, wir sind immer leider ein bisschen im Schatten von Büsum, muss man so sagen. Wir haben eine tolle Pizzeria, eine wunderschöne Kirche, eine der schönsten Kirchen, die ich überhaupt kenne, mit einem wunderschönen Zwiebelturm, das gibt es ja nicht so oft in Norddeutschland. Und ansonsten passiert da jetzt nicht so viel. Ja, aber diese Kirche ist wirklich ein Kleinod, also im 18. Jahrhundert neu errichtet worden. Mhm, genau, ist abgebrannt. Und der Landesherr war mit einer russischen Prinzessin verheiratet. Genau, richtig, ja. Und deren Kind ist sogar Zar in Russland geworden später. Richtig. Gibt's diese Russland-Connection? Ist da noch irgendwas zu spüren? Ich glaube nicht, nee. Also ich kenne diese Geschichte auch. Ich habe die auch gehört und das ist ja schon etwas Besonderes, wenn man sich diese, sieht ja sehr, sehr russisch aus. Also dieser Zwiebelturm, das findet man ja nicht oft bei uns. Und deswegen kennen viele Wesselburner auch die Geschichte, auch mit dem Feuer, das damals war, dass alles neu aufgebaut wurde. Aber ich glaube, diese Connection ist mir nicht bekannt, glaube ich nicht, dass es da was gibt. Welche Stationen deines Lebens haben denn in dieser Kirche schon stattgefunden? Oh, vieles. Sehr vieles. Ich erinnere mich an meine Kindergartenzeit. Einige Sachen vergisst man nicht. Da haben wir für den damaligen Pastor, der hat geheiratet, und dann haben wir irgendwas gebastelt, was er durchschneiden sollte. Das haben wir im Kindergarten gebastelt. Und ich weiß, das werde ich nie vergessen. Da habe ich mich mit meinen Eltern so drüber aufgeregt, dass alle Erwachsenen sich vorgedrängelt haben. Und wir Kinder, die das gemacht haben, konnten nichts sehen. Da war ich so sauer. Das ist eine Geschichte, die ich noch weiß. Ich weiß noch, dass wir Ostern immer in der Kirche waren und Ostereier gesucht haben. Die wurden da immer versteckt. Ich hatte meine Taufe mit, ich glaube, 13 zur Konfirmation. Dann hatte ich meine Taufe, das weiß ich noch. Und dann hatten wir mal so eine Phase. Mit 13? Ja, mit recht spät. Sauber. 13, 14, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ja, zur Konfirmationszeit. War vielleicht ein bisschen älter. 14, glaube ich, ist man dann so. Ne? Da wurde ich dann getauft. Und dann hatten wir, weil meine Mama so gerne, die wollte Weihnachten immer gerne in die Kirche. Und wir waren aber alle, hatten eigentlich alle mal nie so wirklich Lust. Und keiner wollte mit ihr gehen. Und mein Papa sowieso nicht. Und dann habe ich nachher zu ihr gesagt, wir haben es 3 oder 4 Jahre gemacht, habe ich dann gesagt, so komm Mama, ich glaube 16 Uhr haben wir das, 16 Uhr oder nach der Bescherung, ich weiß es gar nicht mehr. Bin ich mit ihr dann in die Kirche gegangen. Und jetzt gehe ich tatsächlich oft mit meinen Kindern in die Kirche. Gar nicht zu offiziellen Sachen, sondern weil die
das einfach total faszinierend finden. Also dieses Gebäude, dieses Haus, dieser gerade in Westerbourne, dieser Hall, es hat ja eine wunderbare Akustik, diese unfassbar große Orgel, die wir in Westerbourne haben. Und wir machen immer ein Licht an. Man kann ja dann Licht anmachen und dann sage ich immer so, jetzt dürft ihr euch das für jemanden wünschen oder ihr habt einen Wunsch frei oder ihr dürft für jemand anderen euch etwas wünschen. Und das lieben die. Und deswegen jedes Mal, wenn wir dann nichts zu tun haben am Wochenende, dann einmal zur Kirche rein, bleiben da ein bisschen und fahren wieder nach Hause. Gibt es besondere Osterbräuche in Westerbourne? Osterbräuche? Nee. Wüsste ich jetzt nicht. Ja. Also in Ostfriesland, da bin ich eine Zeit lang selber Pastor gewesen, da gibt es das Ostereier-Trüllen. Die werden dann an so einem kleinen Hügel raufgelegt und welches Ei dann am weitesten rollt, der hat dann irgendwie besonderes Glück oder hat gewonnen. Und dann gibt es noch was anderes, dass man die Eier anstößt oder gegeneinander stößt und wessen Ei dann geditscht ist, der hat irgendwie, weiß ich nicht mehr, was der hat. Aber das sind so besondere Bräuche da in Ostfriesland. Aber ich glaube, sowas haben wir, auch Osterfeuer haben wir ja gar nicht bei uns. Auch nicht? Nee, Osterfeuer wäre Maifeuer, aber Osterfeuer ist nicht so bei uns Dithmarschen in der Marsch. Ja, das ist also interessant. Das ist in Ostfriesland wirklich überall gang und gäbe. Da gibt es überall, wenn man dann abends am Kar-Samstag durchs Land fährt, sind überall eben Ich glaube auch in Feuer. Nordfriesland. Ich glaube auch da machen die das. Kann sein. Bin mir nicht ganz sicher. Nee, wir haben tatsächlich Maifeuer ist das bei uns, was bei uns dann ein großes Ding ist. Aber Osterfeuer haben wir nicht. Gibt es ein besonderes Erlebnis aus der Konfirmandenzeit? Abgesehen von der Taufe? Konfirmandenzeit? Da muss ich mir überlegen. Wir hatten einen ganz tollen Pastor Knippenberg, Thomas Knippenberg. Ich weiß noch, dass der, was ich jetzt erzählen darf, doch, da kann ich jetzt erzählen. Es gab dann ja eine Prüfung und er wollte natürlich, dass alle die bestehen. Und dann saßen wir dann so und er war dann schon bekannt dafür, das hatten uns die Vorkonfirmanden erzählt, ja, und dann, wenn die Prüfung ist, dann geht Thomas auch nochmal, der geht dann auch nochmal Tee machen. Und dann so, also ihr Tee machen und dann sind wir so ein bisschen für unter uns und konnten uns ein bisschen helfen, so, wenn wir was nicht wussten. Und dann war die Prüfung und dann haben wir natürlich alle auf den Moment gewartet, dass Thomas sagt, so, ich gehe jetzt nochmal Tee machen. Und das hat gedauert und gedauert. Aber dann war es wirklich genauso, wie die Vorkonfirmanden uns das erzählt hat. Und sagte er, so, will irgendjemand einen Tee? Ich gehe nur nochmal Tee machen. Und dann war der 10 Minuten oder sowas, war der weg. Und dann konnten wir uns alle ein bisschen helfen und dann haben wir natürlich auch alle bestanden. Und das ist was, das werde ich nicht vergessen. Das war ein sehr, sehr sympathischer Move, weil er damit uns nochmal gezeigt hat, Prüfungssituation hin oder her. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir alle eine tolle Zeit hatten, dass ich euch vielleicht den Glauben und was damit zusammenhängt ein bisschen näher bringen konnte. Und das habe ich nicht vergessen irgendwie. Also manchmal braucht es ja solche Menschen im Leben, die es einfach gut mit einem meinen. Und das hast du ja nochmal erlebt, also dein Schritt, du bist gelernter Erzieher, hast auch an der Grundschule gearbeitet und parallel dazu hast du ja schon länger dann auch die YouTube-Videos gemacht, auch sehr erfolgreich und dann hat dein Chef gesagt, Mensch Torge, das läuft so gut, mach das richtig. Ja. Was glaubst du, wie wichtig sind solche Menschen fürs Leben? Boah, das kann man gar nicht in Worte fassen, wie wichtig sowas ist. Also Menschen, die an einen glauben, Menschen, die auch vor meinem Erfolg schon da waren. Deswegen liebe ich ja auch das Landleben so und auch meine alte Heimat, weil ich weiß, da sind Menschen, mit denen bin ich zur Grundschule gegangen, mit denen bin ich schon in den Kindergarten gegangen und wir haben uns vor 3 Wochen erst wieder alle getroffen und zusammen gefrühstückt, weil ich genau weiß, das sind Menschen, die mochten mich auch vorher schon und die sind jetzt nicht mit mir zusammen, weil die irgendwie irgendwas über Fresh Torge wissen wollen oder sowas oder damit angeben wollen, dass die mich kennen. Und diese alten Freundschaften aus der Grundschule, die wir jetzt noch haben, ist so unfassbar viel wert, dass man die unbedingt pflegen muss. Und wo du das angesprochen hast, mein Chef da zum Beispiel, das sind einfach Menschen, die, die weiß ich auch nicht, die denen umgibt irgendetwas Magisches, wo man so denkt, so, boah, der passt irgendwie in die Welt. Das ist einfach ein toller Mensch. Und der hat irgendwas um sich rum, dass man sich wohlfühlt in seiner Nähe. Und mein damaliger Chef, das war so einer. Das war, oder ist immer noch so einer. Und da habe ich, muss ich sagen, in meinem Leben ganz, ganz viel Glück gehabt, dass ich unglaublich tolle Menschen um mich rum gehabt habe. Aber dass du in dem Moment auf den gehört hast, war das noch ein Sprung da? Oder? Ja.
Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Das war mir auch mit vielen Ängsten verbunden. Weil man hat ja bei YouTube, damals war es noch gar nicht Facebook, sondern nur bei YouTube, kein Arbeitsvertrag oder sowas. Ne? Also du hast da nur diese Plattform und wenn die dann in den Staaten entscheiden, okay, der Typ, der passt nicht mehr zu unserer Werbung oder wir ändern das Konzept, dann hast du halt keine Werbeeinnahmen mehr und dann ist von heute auf morgen Schluss so. Und da war ich noch kein Vater, aber ich hatte auch schon eine Freundin und dann denkt man ja so, okay, man muss sich das ja schon überlegen. Man hat jetzt Erzieherausbildung gemacht und mir hat das da Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht, da zu arbeiten. Gehst du jetzt diesen Schritt? Und da habe ich schon mehrere Nächte drüber geschlafen. Das war nicht so, dass ich dann gleich gesagt habe, okay, let's go. Hm. Es gibt noch so einen Moment in deinem Leben, dass du eine deiner ersten Figuren oder die erste Figur ist Sandra, die immer mit so einer hawaiianischen Blumenkette herumläuft, eine Sonnenbrille wie Jackie O im Haar trägt, mit 16 Jahren noch in der Grundschule ist. Mhm. Und über diese Figur bist du deiner späteren oder deiner jetzigen Frau begegnet. Ja, stimmt. Wie ist das Schicksal, Fügung, der Ruf des Universums oder vielleicht sogar der Plan des lieben Gottes? Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also es ist wirklich sehr, sehr merkwürdig, dass sie sich in mich verliebt hat, weil wie gesagt, das Erste, was sie von mir gesehen hat, war diese wirklich oberpeinliche Figur. Also das sage ich jetzt mit 35. Ich habe die das erste Mal gespielt, da war ich 16. Ist halt eine sehr alberne Figur und eigentlich jetzt nichts, wo Mädels sagen so, oh, das ist aber ein süßer Typ jetzt, so der das macht. Und ich weiß auch noch, sie ging irgendwann zu ihrer Mutter und hat geweint und in ihren Arm gelegen und hat gesagt, Mama, was ist denn mit mir los? Ich kann mich doch nicht in Sandra verlieben. Also das hat auch sie sehr beschäftigt, was da auf einmal los war. Und das war, wir haben in einem Fotostudio gedreht und sie hat damals da gearbeitet. Und ich kann es dir nicht erklären. Auf jeden Fall ein unglaubliches Glück, dass ich diese Frau kennengelernt habe. So. Also wir haben über Sandra sehr gelacht. Ja, also meine Mädchen, Lina und Lotte und dann ihre Cousins und Cousinen, die haben dann diesen Song Mathe ist ein Arsch für mich wirklich gesungen, weil das in der Zeit für sie auch wirklich dann aus der Seele gesprochen. Aus der Seele gesprochen hat, auch ein Problemfach gewesen ist. Und ich habe sehr gelacht über diesen Französischlehrer oder Kunstlehrer Jean-Luc Thévenoud. Ja, Jean-Luc. Mit seinem Sohn très bien, grüßen Sie ihn von mir. Das war wirklich großartig. Wir sind schon mittendrin bei den Sinnfragen. Also Sinn bringt bei jedem was anderes zum Klingen. Was löst der Begriff in dir aus, dieses Wort Sinn? Sinn, das ist eine gute Frage. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben, was das für mich bedeutet. Sinn sind so Sachen, die ich mich manchmal frage, wie es wohl weitergehen wird. Also was ist nicht der Sinn des Lebens, aber der Sinn, wie es wohl weitergehen wird mit meiner Familie, mit mir, mit den Menschen, die ich liebe, die um mich herum sind. Und manchmal eben auch so die Frage, ich hab bei mir das Gefühl, ich habe unglaublich viel Glück gehabt in meinem Leben. Und ich frage mich manchmal dann so, was der Sinn dahinter ist, dass ich so das Gefühl habe, mit Glück überhäuft wurde und andere, die ich kenne, das so gar nicht hatten, also nicht mal so ein bisschen vielleicht hatten. Und das sind so Sachen, die mich so in großen Glücksmomenten manchmal schon beschäftigen oder wenn ich mal zur Ruhe komme, was der Sinn für mich dahinter ist, dass ich oder auch meine Kinder so ein Glück hatten und andere das irgendwie nicht haben, so. Braucht es für dieses Glücksempfinden vielleicht auch sowas wie Dankbarkeit oder Augen dafür, das überhaupt zu sehen? Ja, total. Also ich hatte jetzt, letztes Wochenende war ich mit meinem besten Freund in Dänemark, weil ich körperlich gesundlich so ein bisschen angeschlagen war. Und wir haben gesagt, komm, wir hauen mal für ein paar Tage ab, mal ein bisschen Ruhe haben. Und das war mit so einem, draußen so ein Whirlpool. Wir saßen abends im Whirlpool und es war sternklarer Himmel. Wir hatten richtig schöne Musik, wir hatten gut was getrunken, aber nicht, dass wir betrunken waren, es hat einfach geschmeckt. Und wir haben wirklich dann in den Himmel geguckt und gesagt, was haben wir für ein Glück? Also was haben wir in unserem Leben für ein Glück? Und ich glaube, wenn man sich einfach dessen manchmal bewusst ist, ich glaube, das hilft schon sehr, sehr viel. Also gerade wenn ich hier so manchmal gucke auf einige Menschen, auch in Deutschland, die nur am Meckern sind, nur am Schimpfen sind, wie schlecht doch alles ist und wie schlimmer alles wird. Und wie, du kennst das ja, also du kennst ja auch das. Wo ich mich manchmal wirklich so frage, guck einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Du glaubst gar nicht, wie viele Milliarden Menschen auf der Welt mit dir gerne tauschen würden mit deinem Leben, was du genießen darfst.
Und auch wenn es schwerer wird, das ist mir vollkommen bewusst, dass ich auch aus einer sehr privilegierten Position jetzt rede, weil es mir finanziell vielleicht ein bisschen besser geht als anderen, glaube ich trotzdem, dass sehr, sehr viele Menschen gar nicht bewusst ist, was sie eigentlich für ein Glück haben im Leben. So. Also die Lage in Deutschland soll auch besser sein, als sie meistens empfunden wird, jedenfalls von den vielen Menschen. Ja. Ich habe neulich noch mal ein längeres Interview mit einer Wirtschaftswissenschaftlerin aus den USA, einer Deutschen, gelesen, die das noch mal ganz klar beschrieben hat. Wir sind eigentlich relativ gut durch die Corona-Krise durchgekommen. Wir haben natürlich diese gesellschaftlichen Spannungen, Verwerfungen will ich jetzt gar nicht sagen, aber uns in Deutschland geht es relativ gut, trotz all der Krisen um uns herum und dem, was wir empfinden, also auch wirtschaftlich, auch was, wofür man dankbar sein kann. Und mal so auf die Pausentaste zu drücken und zu gucken, was ich eigentlich habe und worin ich eigentlich stecke, ist auch ein guter Tipp. Gibt es einen Sinn des Lebens? Boah, du stellst Frage. Gibt es einen Sinn des Lebens? Ich vermute schon, dass da irgendwas ist. Ich glaube nur, dass wir diese Antwort erst erfahren, wenn wir nicht mehr hier auf dieser Welt sind. Ich weiß es nicht. Also ich habe mich auch viel mit meinem Glauben beschäftigt, was da ist und was da vielleicht nicht ist. Und ich finde es wahnsinnig schwer, wenn ich in die Welt gucke und sehe, was da für ein Leid manchmal ist und was da manchmal passiert, dann frage ich mich wirklich, was der Sinn des Lebens eigentlich ist. Ist es wirklich nur, dass man da ist, dass man sein ganzes Leben lang arbeitet und sich kaputt macht, das ist gar nicht mal in Deutschland, sondern in vielen anderen, sich wirklich kaputt macht und dann mit 40, 50 schon verstirbt oder noch viel schrecklichere Dinge, die passieren. Ich habe gestern eine Dokumentation gesehen über Tiere, Tierleid, über Schweinebetriebe in Deutschland, wo ich wirklich das nicht fassen konnte, was wir Menschen Tieren manchmal auch antun, was wir uns gegenseitig antun in Kriegen, was wir Kindern antun, wo ich manchmal wirklich da sitze und frage, was ist eigentlich der Sinn? Gibt es einen Gott? Gibt es irgendetwas, was das Ganze steuert? Sind das einfach Zufälle? Und ich habe für mich da abschließend jetzt mit 35, noch nicht so alt, noch keine richtige Antwort gefunden. Ich bin da immer noch auf der Suche. Vielleicht nicht aktiv auf der Suche, aber finde ich da irgendwann für mich eine Antwort. So. Ich glaube fast, je größer man diese Frage zieht, umso schwieriger wird sie zu beantworten. Ich habe gerade noch mal mich beschäftigen müssen mit dem biblischen Hiob-Buch, wo es ja auch um diese Frage geht, wie kann, wenn es einen Gott gibt, einen gerechten Gott, wie kann es so viel Leid geben? Oder wie können Menschen, die unschuldig sind, leiden müssen? Mhm. Und das ist ein hochtheologisches Buch und ist ja auch Jahrtausende alt. Und am Schluss gibt es fast so eine Brandrede Gottes, wo er mit der Schöpfung beginnt und sozusagen alles da hineinwebt. Und wir Menschen können das gar nicht begreifen, warum dieses Leiden da ist. Das hilft dann irgendwie, ist auch eine unbefriedigende Antwort, die dieses Buch gibt. Ich glaube fast, also so wie du es mit der Reise mit deinem Freund beschrieben hast, also nach Dänemark zu gucken. Oder auch diese Dankbarkeit, sich zu pflegen für das, was man hat. Also eigentlich bleibt einem auch nicht viel anderes übrig, als das so zu tun und das zu genießen, was eben da ist. Mein Kumpel hat was ganz, ganz Spannendes gesagt. Wir haben so in den Himmel geguckt und wir waren so ganz ruhig und er sagte dann, Dankeschön, sagte er. Und dann sagte er aber nicht, danke, lieber Gott, sondern er sagte, danke an den Autor, wer auch immer du bist. Und das fand ich total spannend. Ja. Also für mich habe ich noch nie gehört. Habe ich auch zu ihm gesagt, habe ich noch nie gehört. Und er sagte, ja, für mich ist das der passende Begriff, was auch immer das sein mag, der Autor, der diese Geschichte hier schreibt oder sowas. Ja. Und das fand ich einen sehr spannenden Blickwinkel darauf. Finde ich sehr berührend. Also auch, wo du das so erzählst und finde ich sehr berührend. Ich habe mich mal gegenüber meinem besten Freund, also meinte, wie siehst du dich eigentlich als Pastor? Und da habe ich mal in so einem leicht wachen Moment gesagt, eigentlich verstehe ich mich so als Hebamme. Also anderen Menschen dabei zu helfen, ihre religiösen Fragen zu stellen oder auch ihre Sprache zu finden. Ja. Und bei jede Sprache ist eben anders, so wie wir in Deutschland auch viele Akzente oder Sprachdialekte haben, ne? Ja.
Und so hat jeder, glaube ich, seine eigene Version von einem Schöpfer, Gott, Autor. Das ist ja total spannend, wenn du Menschen fragst, wie die das sehen. Also auch Menschen, die sagen, für mich ist Liebe, ist für mich Gott. Also alles, was mit Liebe zu tun hat, da finde ich meine Kraft oder da finde ich meinen Glauben irgendwie wieder. Oder das Universum ist für mich Gott. Also finde ich eine wahnsinnig spannende Frage mit noch spannenderen Antworten, die man dann teilweise bekommt. Es gibt im Neuen Testament eine Stelle, wo dann gesagt wird, Gott ist die Liebe. Und wenn eine Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also das finde ich, ist für mich so die klarste Formulierung, wo die Frage nach Gott für mich greifbar wird. Also auch in der Beziehung zu meiner Frau, ja, oder in der Liebe zu meinen Kindern, ja, oder auch zu Freunden, dass in diesem Zwischenmenschlichen Gott aufblitzt. Und ja, genauer könnte ich selber gar nicht fassen. Nee. Das Lachen. Ich habe das Lachen und Gott, der Humor. Und ich habe dazu ein Zitat mitgebracht. Mal gucken, ob du eine Idee hast, von wem das sein könnte. Wer hat das gesagt? Wenn Gott keinen Spaß verstünde, so möchte ich nicht im Himmel sein. Wenn Gott keinen Spaß verstünde, so möchte ich nicht im Himmel sein. Ich kann es dir überhaupt nicht sagen, ich weiß es nicht. So, nein, war es nicht. Martin Luther, also wenn man als Pastor Martin, kommt. Ah, okay. Das fand ich total cool. Dein Mogdat in Ostfriesland sagt man oft, Herre Jesus. Okay, habe ich noch nie gehört. Also, oh mein Gott, ja. Herre Jesus. Okay. Finde ich total. Ich kenne Jesus Maria noch von meiner Oma. Ja. Jesus Maria. Total smart. Es gibt, an Ostern gab es früher den Brauch, manche Kirchen machen das auch noch, das Osterlachen. Die Pfarrerin, der Pastor muss die Gemeinde irgendwie zum Lachen bringen. Ach, okay. Und da dachte ich, ob uns das vielleicht gelingt oder ob dir das gelingt. Ostermorgen, wie könnte man jetzt die Gemeinde am Ostermorgen zum Lachen bringen? Hast du da... Boah. Das ist wirklich, jetzt überfallartig, ich das weiß. Das ist überfallartig, aber ja, bei einem Comedian deiner Couleur. Oh, das ist schwierig. Also ich glaube, wenn ich jetzt so ein bisschen wieder an Helga und Marianne denke, ich habe ja auch schon einige Videos über Ostern gemacht, Helga und Marianne, und auch über Weihnachten. Das, was ich immer wieder lustig finde und wo sich auch Menschen so ertappen, warum feiern wir eigentlich Ostern und was ist eigentlich am Karfreitag passiert, was ist an Himmelfahrt passiert, was ist der Palmsonntag, was ist der Ostermontag? Und da merke ich immer wieder, dass meine Zuschauer wirklich lieben, wenn Helga und Marianne versuchen, das sich irgendwie herzuleiten, woher dann diese Palmen kommen und warum es dann diesen grünen Donnerstag zwischendurch auch nochmal gibt. Ich glaube, das ist was, wo die Menschen auch sehr gut über sich lachen können, weil sie schon gerne das verstehen möchten, was da alles so passiert ist. Aber ich glaube, die wenigsten wissen es tatsächlich so. Und ich glaube, das ist was, womit man die Menschen gut bekommen könnte. Also ein wilder Ausflug in, was ist eigentlich was passiert. Genau. Helga und Marianne erklären das einmal eins von Ostern. Zwischen, ja, richtig, zwischen, genau, Karfreitag oder Grünen Donnerstag und Ostermorgen und der Auferstehung. Und genau, richtig. Erzählen das einfach nach. Mein Eindruck ist auch, das sind im Radio für uns als RadiopastorInnen auch so dankbare Themen. Einfach zu erklären, die Hintergründe von den Feiertagen, also nicht nur von Ostern, sondern auch von Weihnachten oder von Himmelfahrt oder von Pfingsten, was ist da passiert, was steht dahinter, ja, einfach sowas zu machen wie religiöse Aufklärungskunde, ganz einfach, um die, ja, Geschichten zu erzählen. Ja, absolut, absolut. Sag mal, kennst du eigentlich ein Bild, auf dem Jesus lacht? Nein, tatsächlich nicht. Ich kenne leider immer nur das traurige Bild am Kreuz, wo er nicht lacht. Und wenn, dann kenne ich noch, was habe ich noch im Kopf, wie die Kinder zu ihm kommen, aber ich glaube, da lächelt er auch nicht. Aber gibt es doch sicherlich, oder? Ich habe noch keins gefunden. Ach, echt nicht? Nee, also es ist wirklich ganz schwer. Ich kenne einen lachenden Jesus aus South Park. Ja. Der taucht auf. Ja. Der lacht. Ja. Obwohl er die Dornenkrone trägt. Ja. Warum ist das so schwer, Glaube und Humor? Ich meine, wir haben Luther gehört. Boah, also das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Auch da möchte ich an meinen damaligen Pastor zurückerinnern, der mich konfirmiert hat. Wir haben das Leben des Brian im Konfirmandenunterricht geguckt und haben danach darüber diskutiert. Also es war eine Diskussionsgrundlage. Darf man so etwas machen? Darf man sowas nicht machen? Wo ist die Grenze? Und ja, ich frage dich, also warum funktioniert das so schlecht? Also ich
ich hatte jetzt das Glück, dass ich unter meinen Videos noch keine schlimmen Kommentare hatte, als ich mich über Religion, Gott und all, was damit zu tun hat, lustig gemacht habe. Da hatte ich bis jetzt immer viel Glück, vielleicht aber auch, weil ich immer so ein bisschen die rote Linie ja, im Kopf hatte. Ich versuche halt immer, Menschen nicht weh zu tun. Also Menschen, die glauben, die sollen für mich glauben. Menschen, die nicht glauben, die sollen nicht glauben. Und ob du nun an Allah glaubst oder an Jesus oder was weiß ich oder an Buddha, das ist für mich alles in Ordnung, solange man andere nicht einschränkt in ihrem Glauben. Und ich versuche das immer so ein bisschen zu, ja, im Hinterkopf zu haben. Ich kenne nun aber auch deutlich härtere Sendungen, also wo du gerade sagtest, South Park oder Family Guy, die sind da ja, die hauen da ja wirklich sehr auf die Kacke. Manchmal, wo selbst ich manchmal denke, so, das hätte ich nicht gebracht. So, ne? Also ja, wo da die Grenze ist, ich kann es ja nicht sagen. Ich glaube, jeder hat da seine eigenen Grenzen. Ja, ich glaube, immer wenn es irgendwo heilig wird, wird es auch schwierig. Also was Menschen heilig ist, da sind sie besonders sensibel. Und also es gibt ja auch diesen einen Jesus-Film mit Florian David Fitz, der sehr humorvoll ist, mit Jessica Schwarz. Ich erinnere ihn auch nicht mehr ganz so genau, aber er erscheint, glaube ich, am Starnberger See und sie begegnet ihm. Und also es ist eine Maria-Jesus-Geschichte. Und natürlich in Kinderbibeln taucht Jesus auf und lacht, da lacht er schon. Aber auf diesen klassischen Gemälden kenne ich das nicht. Ja. Ich kenne es nur noch einmal, eine Figur kenne ich aus meiner Kirche in Ostfriesland. Auf dem Kanzeldeckel steht ein nackter Jesus mit einem weißen Tuch, also dem Auferstehungs- oder dem Leichentuch nach der Auferstehung. Ja. Und der bleckt so die Zähne und der grinst wirklich. Okay. Der lacht. Aber das ist dann auch Ostern, da kann er auch wirklich, wirklich lachen. Und ich habe meine Konfis immer mit hochgenommen auf die Empore, weil das Leichentuch bedeckt nicht den nackten Po. Okay. Und das war dann immer für die Konfis ein Lacher. Ja, okay. Aber in der Sixtinischen Kapelle kann man sogar den nackten Po des Herrgotts sehen, also des Gottvater. Okay. Okay. Gibt's da auch. Okay. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Ich glaube auch da glaube ich, dass hier in Norddeutschland deutlich mehr geht an Humor und Religion als zum Beispiel in Süddeutschland, habe ich so das Gefühl. Also wenn ich so an, ich war mal im Allgäu als Teenager zu so einer Jugendfreizeit, wo uns dann vorher auch ganz klar gesagt wurde, hier ist die Zeit noch ein bisschen anders und da viel Respekt und das ist da noch mal ein bisschen konservativer als hier oben. Also ich habe das Gefühl, hier oben geht ein bisschen mehr als anderswo. Was ist denn am norddeutschen Humor anders als am süddeutschen Humor? Boah, das ist schwierig. Manchmal ist der norddeutsche Humor, glaube ich, wirklich noch ein bisschen platter. Also im norddeutschen Humor braucht es nicht immer eine Pointe am Ende, sondern manchmal können es auch einfach Blicke sein, manchmal ist weniger oft mehr, also so einer wie Sören, der immer einfach nur so blöd guckt und der redet ja auch nicht viel. Der ist ja einfach immer nur, der sagt ja, jo, weiß ich doch nicht, was das jetzt so hier. Also ich und sowas im Süddeutschen, aber das ist schwierig. Also ich habe das Gefühl, Süddeutschen, da braucht es noch eine Pointe und ich glaube, das brauchen wir hier oftmals gar nicht. So ist im englischen Humor genauso. Der englische Humor ist auch nicht so, dass du da auf eine Pointe hinbaust, sondern da kannst du auch einfach über Figuren lachen, über Menschen oder über Situationen lachen. Genau. Muss ich auch gerade dran denken, als du das beschrieben hast. Es passt. Oder wir sind ja auch rein geografisch oder von den historisch nah dran an den britischen Inseln. Ja. Oder näher dran an den britischen Inseln. Ja. Und dann vermutlich auch über das Plattdeutsche ganz besonders. Genau, richtig, Und dann vielleicht auch über den Humor. Eine Frage, die dir immer wieder gestellt wird, ist, wie machst du das eigentlich? Also das mit dem Zusammenschneiden und das kann ich mir alles gut vorstellen. Aber wie ist es mit den Dialogen? Also das ist doch ziemlich einsam, wenn erst Helga ihren Dialog ihren Anteil des Dialogs. Hast du einen Prompter, einen Text oder? Ja, so ähnlich. Ich habe ein Tablet, da ist der Text drauf und den lege ich vor mir oder auf den Boden. Bei Helga und Marianne ist er am Zaun befestigt und dann gucke ich erst, was sagt jetzt Helga. Wenn ich dann Marianne spiele, dann weiß ich, okay, sie sagt das und davor hat Helga das gesagt, also muss ich so und so reagieren. Dann suche ich mir einen Punkt, wo ich mir vorstelle, dass sie gerade ist und dann sage ich diesen Satz. Da ich das nun aber schon seit ich 16 Jahre alt bin mache, ist es für mich viel schwieriger, zum Beispiel in echte Interaktion mit einem Schauspieler zu gehen, weil das habe ich nicht so oft gemacht.
Und andere Schauspieler, die das gar nicht kennen, die können sich sowas überhaupt nicht vorstellen. Also die können sich nicht vorstellen, ja wie, aber du musst doch da muss ich doch was aufbauen, da ist doch eine Chemie zwischen zwei Schauspielern. So, kann ich auch total verstehen. Aber mir hilft es wirklich, wenn ich mir Punkte angucke und mir vorstelle, da steht die Person. Das wird manchmal noch schwieriger, wenn es Familie Pfützenreiter ist und ich weiß, da sind jetzt vier Punkte im Raum, weil da ist Mama, da ist Papa, da ist Tochter und da ist noch der Freund dazu. Dann wird es irgendwann schon spannend mit den Punkten an der Wand. Ja, aber gut, das ist dann auch Arbeit und das hast du dir erarbeitet, diese Form, und damit bist du auch ein Solitär. Ja, vielleicht sogar so ein bisschen aus der Not raus, weil auf dem Dorf hatte ich niemanden, der mit mir spielt. Also, weißt du, es ist wirklich so ein bisschen, meine Jungs, die haben alle Fußball gespielt, das hat mich nicht interessiert, als ich kleiner war, als ich Teenager war. Und so musste ich aus der Not alle Figuren immer selber spielen und konnte nie mit jemand anderem das irgendwie machen, weil die Begeisterung von meinen Freunden da nicht so da war. Warum ist Langeweile so ein Kreativbooster? Naja, ganz klar, weil wenn du dich nicht ablenken kannst, dann musst du anfangen, mit deinem Kopf zu arbeiten. Ne? Also ich sehe das ja auch an meinen Kindern. Wenn denen langweilig ist, ja, dann machen sie den Fernseher an oder dann ist es doch nochmal kurz Tablet eine Runde oder sowas. Also das Gehirn muss sich gar nicht erst anstrengen, eine Fantasiewelt aufzubauen. Und das war bei mir in meiner Jugend noch so, aber da gehöre ich, glaube ich, auch so mit zu den letzten Generationen zu, weil ich da noch nicht mit dem, ich hatte erst später ein Handy mit 18, 19. Also als ich wirklich Kind und Teenager war, da hatte ich sowas nicht, diese Ablenkungen, sondern da hatte ich wirklich nur meinen Kopf. Da hatte ich Fernsehsendungen, die mich inspiriert haben, die Wochenshow mit Bastian Pastewka und Anke Engelke und dem ganzen Kram, Otto und Happe Kerkeling. Und das habe ich dann nachgespielt und habe dann eigene Figuren erfunden. Und das war einfach mein Glück. Ich glaube, wenn ich damals dann auch hätte zu Instagram gehen können oder sowas, dann wäre das vielleicht nicht dabei rausgekommen. So. Was rätst du jungen Menschen mit Langeweile? Das als Geschenk anzusehen. Also Langeweile ist nichts Schlimmes. Aus Langeweile entstehen manchmal die besten und großartigsten Ideen, die du haben kannst, weil du gezwungen bist, dich mit dir selber zu beschäftigen. Das hilft wirklich sehr. Also Langeweile ist auch für Kinder sehr anstrengend, für Eltern, weil die Kinder die ganze Zeit sagen, was soll ich machen? Aber irgendwann, wenn die Kinder merken, so, okay, ich kann jetzt einfach nicht irgendwie, Papa, mach den Fernseher jetzt nicht an, dann fangen sie irgendwann an, ihren Kopf einzuschalten und sich die verrücktesten Dinge auszudenken. Der ESC, da habe ich gehört, du wärst gerne oder würdest gerne beim ESC auftreten und hast dich auch schon mal beworben bei San Marino. Ja. Das ist richtig. Mit Helga und Marianne? Nee, nicht mit Helga und Marianne. Also. Das war, ich hatte auch noch gar keinen Titel. Ich habe einfach nur ein Bewerbungsvideo gemacht, weil in San Marino, die haben immer den gleichen Typen hingeschickt. Und ich dachte mir, die finden vielleicht einfach keinen in diesem kleinen Staat. Und da habe ich mich einfach mal angeboten. Aber die haben sich leider nie gemeldet. Und wären Helga und Marianne, wäre das ein Format? Helga und Marianne beim ESC? Eine Girl Group, mit der man da. Also beim ESC funktionieren ja die verrücktesten Sachen. Also umso bunter und umso verrückter, umso besser ist es ja oftmals. Und wir Deutsche sind da ja, das ist leider nicht so ganz unsere Stärke. Wir versuchen ja immer so ein bisschen so, wir machen mal jetzt eine Nummer, die tut niemandem weh und die kann man auch mal gut im Radio so ein bisschen hören und so. Aber das ist halt genau der falsche Weg. Also ESC musst du ja voll auf die Kacke hauen. Also du musst dir einen Stil aussuchen und den voll durchziehen. Und das klappt leider nicht so. Also Helga und Marianne müsste ich mir natürlich für eine Person entscheiden. Mit zwei wird es schwer werden. Naja, mit Splitscreen. Du könntest ja die andere Figur auf der Leinwand. Könnte man machen, ne? Ja. Das könnte funktionieren. Weiß noch nicht, ob das in Europa, ob die das so verstehen würden, diesen Gag dann dahinter. Aber Helga zum ESC als alte Dame, da haben schon sehr viele Punkte bekommen, wenn alte Damen da waren oder wenn Leute andere parodiert haben. Sowas kann durchaus funktionieren. Ich glaube aber nicht, dass der ich habe hier vom NDR gerade ein Mikrofon, ob der NDR da so viel Mut hat und das machen würde. Ich fände es ja ganz cool. Also wenn man an Gildo Horn denkt oder an Stefan Raab, voll auf die 12, das ist zumindest auf jeden Fall unter die ersten 10. Und ich werde lieber so mit so einer Nummer letzter, als mit einer komplett nichtsaussagenden Nummer. Also denn lieber alles auf eine Karte setzen. Das heißt, landest entweder in den Top 5 oder du wirst letzter. Und dann werde ich lieber damit letzter, dann kann man sagen, ey komm, wir haben alles auf eine Karte gesetzt, scheißegal. Aber mit diesen 0815-Nummern, die wir die letzten Jahre hingeschickt haben, die hier rein ins Ohr und da wieder raus, die keine Geschichte auf der Bühne erzählen, keine Lichtgeschichten, keine schönen Kostüme, gar nichts. Das ist dann einfach nur, dann brauchen wir auch nicht mehr antreten. Das ist mal eine Aussage. Und ein junger Mann, Fresh Torge Ulrich, dessen Vorname aus dem Nordischen kommt. Und wenn man das übersetzt, Torge heißt Thors Speer. Oh, tatsächlich? Ja. Das wusste ich nicht.
Und das wäre also das ist ja ein richtiger ESC-Name, um damit ganz nach vorne zu gehen. Du, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich danke dir auch. Für unsere Sinnsuche. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dass ich auch, ich muss noch einmal, nur der HSV. Nur der HSV. Danke. Ich danke dir sehr, lieber Torge Ulrich, alias Fresh Torge. Mit Helga und Marianne und ganz, ganz vielen anderen Figuren, die lohnenswert sind anzuschauen mit wunderbaren YouTube-Videos. Ich danke für das Gespräch und freue mich darauf, dass in einer der nächsten Folgen dann meine KollegInnen Radiopastorin Susanne Richter oder Radiopastor Marco Vogt auf ihre Sinnsuche gehen. Ein Dankeschön an den Podfather Detlef Splitt, der die beiden Spuren dann zusammenbringt und alles gut abmischt. Und vielen lieben Dank. Ach so, ich habe ein kleines Geschenk. Das Nein, was hast du? Ich habe ein kleines Geschenk und zwar... Lynn Korn oder was? Ja, du bist ja nicht... Du bist, Sören ist ja nur eins deiner alter Ego. Ich habe dir was mitgebracht aus Ostfriesland, wo ich mal war. Ja. Und zwar einen Wegbegleiter, einen kleinen Christophorus. Okay. Ein Schutzpatron für Reisende, für deine Reisen in die große, große, weite Welt und vielleicht auch auf die großen Bühnen. Ja. Und der soll dich sicher bewahren. Und hier nochmal Torge. In Gold. Vielen, 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 vielen Dank. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Dankeschön. Danke für die Einladung. Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR.